Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Wir sind hier auf dem Hauptaccount und heute soll es mal um die europäischen International Hero Karten gehen. Die sind gestern Abend rausgekommen um 19 Uhr. Ich habe sie euch schon mal alle hier ins Team gemacht. Ihr seht, wir haben noch keine. Eigentlich sollte heute ein Video kommen, Liga 1, und ich hätte noch ein bisschen nebenbei gepluppt. Das ist auch hochgeladen und wäre freigeschaltet worden. Allerdings habe ich mir gedacht, heute wäre dieses Video einfach passender und deswegen habe ich eine kleine Änderung am Plan vorgenommen und wir machen das Video. Weil es sieht so aus, um 14 Uhr startet auch der Stream und heute in dem Stream soll es vor allem um die neuen Karten gehen. Das heißt, wir wollen heute einige Karten testen und um die testen zu können, brauchen wir ein paar Coins. Das heißt, wir werden in dem Video ein bisschen Karten verkaufen, werden uns mal ein bisschen die Preise angucken, die Stats, wenn ihr sie noch nicht kennt. Das werden wir heute alles machen. Also, wenn ihr Bock habt, schaut weiter und vor allem um 14 Uhr kommt ein Stream vorbei. Wir streamen heute bis 20:30, also kurz vorm Deutschlandspiel, höre ich auf zu streamen. Dann gehe ich noch schnell duschen, fahre in eine Bar und gucke mir das Spiel dann da an. Aber bis dahin habt ihr wieder durchgehend FIFA-Content. Wenn ihr Bock habt, in der Beschreibung twitch.tv/lpmassive. Dann kommt einfach mal vorbei. Ja, was kann man zu den Karten sagen? Sie sehen verdammt sick aus. Ich meine, so ein Barbotelli, okay, der sieht jetzt vielleicht gar nicht so krass aus. Aber er ist fast 1,90. Pace, Schuss, Tripling, Physics, 4 Sterne, 4 Sterne. Sieht schon geil aus, also gar keine Frage. Aber wenn man sich mal so ein Via anguckt. 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skill Moves, 93 Pace, 91 Schuss, 89 Dribbling, 77er Passwert sogar noch und 73 Physics. Oder auch hier einen Gerard. Gerard hier mit 82 Pace, 80er Dribbling, 87 Schuss, 91er Pass, 88 Physics und auch eine 70er Defense. Also die Karten sehen pervers aus. Muss man einfach so sagen, die Karten sehen pervers aus. Und wir werden die Karten auch ähnlich, wie ich das jetzt hier angeordnet habe, heute testen. Das heißt, wir wissen ja mittlerweile, wer das Video zum Chemieklitsch noch nicht gesehen hat, guckt es euch nochmal an. Ist das Video, was vor 2 Tagen kam, glaube ich, Freitag? Ich glaube, am Freitag kam es. Nee, Donnerstag. Donnerstag kam es, glaube ich. Werden wir die Karten auch einfach so dann spielen. Also eventuell werden wir zum Beispiel hier mit Kohentraub Buschingma, das ist ein bisschen sehr kleine Innenverteidigung. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das machen werde. Vielleicht machen wir uns dann halt mal doch noch ein Boateng rein oder so. Aber im Großen und Ganzen werden die Karten zum Beispiel Snyder einfach im ZM oder auch ZOM. Müssen wir mal gucken, weil Snyderchen hat natürlich... Hat er nicht? What? Hatte Snyder nicht 4 Sterne Skills? Ich glaube, das war ein Denkfehler meinerseits. Anscheinend nämlich nicht. Okay, gut, dann kann man ja noch im ZM lassen. Weil sieht aus wie ein guter ZM. Hat noch Physics, hat sogar fast 60 Defense. Ist für so ein ZM eigentlich ganz gut. Und vor allem hat natürlich einen genialen Passwert mit 92. Tripling hat er dazu noch. Schuss hat er, Pace hat er. 5 Sterne schwacher Fuß. Allgemein viele mit 5 Sterne schwacher Fuß hier dabei, glaube ich. Totti 5 Sterne schwacher Fuß. Via, Snyder. Ich weiß nicht, ob noch einer dabei ist. Pirlo, nee, ne? Nee, 4. 4. Da Zagoyev. Sentür, keine Ahnung. Torres auch nicht. Naja, okay, aber auf jeden Fall 3 Stück hier. Mit 5 Sterne schwacher Fuß. Und so ähnlich werden wir das auch aufbauen. Weil ich will wirklich alle testen. Wir werden alle sicherlich testen. Vielleicht sogar alle heute. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die ersten Ergebnisse sind. Ich meine, die meisten kennen das von mir. Wenn die ersten Spiele schon mal relativ scheiße ausgehen, dann switche ich ganz gerne mal auf Packs und so. Aber wir werden auf jeden Fall, ich denke mal direkt zum Start auch, ein Full International Man of the Match europäische Hero-Karten-Team spielen. Und das dürfte auch gar nicht so teuer sein. Wir können uns das zum Beispiel mal angucken. Wenn wir jetzt sagen, wenn wir das Team... Kann man ganz kurz gucken, wie wir das eventuell machen könnten. Sagen wir mal Fipsi erstmal raus. Machen wir hier erstmal einen Altin Top rein. Xabi Alonso. Könnte man natürlich auch in die IV stellen. Xabi Alonso könnte man natürlich auch in die IV stellen. Na, lassen wir das erstmal so. Wie gesagt, wir könnten ja hier noch ändern. Vielleicht stelle ich da auch einen Innenverteidiger rein, einen, der nicht in dem Team ist. Aber das ist ja dann auch nicht so ganz das Problem. Also das soll jetzt die Sache nicht verschlechtern.
Sagen wir mal, wir würden das Team so spielen. Was würden wir an Coins circa brauchen? Jetzt gibt es ein bisschen Kopfrechnen mit Massive und ihr seht auch mal so ein bisschen die Preise. So ein Barbotelli kostet uns, sagen wir mal schnippig, 280, ja sagen wir mal 300k, komm. 300k. Wir gehen mal mit von teureren Preisen aus, weil nachher, also ich streame, jetzt haben wir gerade 11 Uhr deutscher Zeit und ich streame erst in 3 Stunden und bis dahin ändert sich ja dann immer nochmal was. So, den sagen wir mal, oh, auf 400 gehen. Ich meine, er ist fast auf 400. Ja, müssen wir, glaube ich, auf 400 gehen. Das wären schon 700. 700 plus ein Totti. Ach du Scheiße. 700 plus ein Totti wären eine Mio. Wären eine Mio. Plus ein Gerard wären. Die kosten alle so um die 300k rum. Aber man sieht auch, es sind nicht viele auf dem Markt. Von Gerard sind sogar relativ viele drauf. Okay, dann wären wir auf 1,3 Millionen. Ein Snyder würde uns kosten. Oh, der kostet gar nichts. Weil er halt Winger ist und die Leute, die meisten Leute wissen ja noch nichts von dem Chemie-Glitch. Sie können nämlich auch einfach Snyder im ZOM ohne Chemie- oder Stat-Verluste spielen. Also, wer das noch nicht gerafft hat, guckt euch nochmal das Chemie-Video an. Weil wenn das alle schon gerafft hätten, wäre der nicht so billig. Weil der hat ja eine geile Karte eigentlich. Die meisten Leute denken nur, oh, okay, den kann ich nur LM spielen oder im linken Flügel. Und oh, da ist er nicht ganz so schön, ohne 4 Sterne Skills, bla bla bla. Aber man kann den einfach als ZOM stellen oder ZM. Er spielt genau 1:1 so wie auf dem Flügel. Durch den EA Chemie-Glitch. EA arbeitet gerade an einem Patch, das haben sie bekannt gegeben. Aber der ist noch nicht draußen. Weil einige haben auch gestern schon fälschlicherweise gesagt, ja, das ist alles schon gepatcht. Nix da am Arsch. Die arbeiten gerade an einem Patch. Die arbeiten an einem Patch. Aber da ist noch lange nichts durch. So, okay. Warte mal, wir waren auf 1,3. Das sind dann 1,4 Millionen. 1,4 Millionen. Ja, den Lampard, den findet man irgendwie über die Suche nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken. Den habe ich übrigens gestern gezogen und abgestoßen. Wer das noch nicht gesehen hat, im Twitch-Archiv, könnt ihr mal nachschauen. Ich glaube, der kostet immer noch so um die 100k. Gut, dann machen wir, wo waren wir? 1,4 mit ihm, 1,5 mit ihm. Der kostet so 40k, 1,550. Der kostet so 20k, 1,570. Der kostet bestimmt auch nicht viel. 1,570. Ja, sagen wir mal 1,6. 1,6 und Rainer noch. 1,6 und Rainer noch, ja gut. Sagen wir mal, ich habe ja bei manchen ein bisschen mehr gemacht. Wir brauchen für das Team ca. 1,6 Millionen Coins. Wie wir jetzt gerade sehen, haben wir ja 900.000. So, jetzt nur mal gucken, was uns der Ibi einbringen würde. Wenn wir den süßen Ibrahimovic verkaufen würden, den brauche ich gerade nicht mehr. Gucken, was hat er geleistet? 6,4,3, ist sogar noch positiv. Aber er hat auch nicht durchgehend im Sturm gespielt. Das muss man dazu sagen. So, dann gucken wir mal. Ibi, was bringst du uns? Ja, das könnte schon sogar fast reichen. Ich hoffe mal, er wird nicht noch billiger. 750, 711, 705. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht zu laut. Ich habe da aktuell so ein bisschen Probleme. Ich habe einen neuen Treiber installiert auf meinem PC. Seitdem spackt die Musik komplett. Ist bombenlaut, aber andere hören es dann irgendwie doch wieder leiser. Und ich hoffe jetzt einfach mal, es klappt. So, 622, what? Der muss aber gleich weg sein. Weil jetzt, bis jetzt war der billigste 705. Der muss doch gleich weg sein, oder? Ey, kauf den mal mehr. Da könnte man fast Trading mitmachen. Warte mal, mit 700k. Jetzt sag mal, du könntest ihn für 680 sofort verkaufen. 680 wären 68k. Ja, du würdest sogar Trading-Gewinn machen. Du würdest sogar Trading-Gewinn machen. Wenn ich den jetzt kaufen würde und direkt wieder für 680k verkaufen würde, wäre das ein Gewinn. Ich will allerdings das Risiko jetzt nicht eingehen, weil, wie gesagt, ich streame in 3 Stunden und ich will im Endeffekt dann nicht mit 2 Ibrahimovics auf der Transferliste anfangen mit dem Stream und krieg die dann nicht los oder so. Das Ding ist halt, es ist noch in den Morgenstunden. Da guckt noch keiner so richtig hin. Aber der ist einfach mal 100k unter Markt drinne. Ich denke mal, ich habe jetzt hier keinen Fehler begangen. Ich kann noch mal ganz kurz gucken. Preisvergleich. Ich glaube, nein. 700, 700, 700, ja, 705 ist hier, das ist, glaube ich, der billigste. 700, 700, ja, das ist der billigste. Und den kauft einfach keiner. Er ist einfach 100k unter Markt. Wie gesagt, wenn man den jetzt kaufen würde und zum Beispiel für 680, was ja auch 25k unter Markt ist, reinstellen würde, würde man sogar Coins Gewinn machen.
Ich werde jetzt gerade aber überlegen, ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt langsam nicht weggeht, dann kaufe ich den. Okay, jetzt ist er weggegangen. So, wir müssen jetzt natürlich nicht übertreiben. Er muss jetzt nicht, ja, Insta sofort weggehen, weil wir bauen das Team ja jetzt eh noch nicht. Aber ich denke mal, ich stelle den dann so für 705 war der billigste. Ich denke mal, 675 ist schon, das ist 30k am Markt und sollte definitiv klar gehen. 675. Ja, komm mal, 675. Das geht klar. So, eine Stunde ab mit dir. Okay, da hätten wir Ibi schon mal weg hier auf der Pile. Allerdings, das würde eigentlich schon fast reichen, um das Team zu bauen. Das würde eigentlich schon fast reichen. Wir werden es dann natürlich so machen. Wir verkaufen zum Beispiel den Barbotelli. Ah, stopp mal. Ich habe Lampert ja nicht eingerechnet gehabt. Weil den hatten wir ja nicht gefunden. Wir brauchen doch ein bisschen mehr. Aber wir wollten ja eh noch was verkaufen. Aber Lampert hatte ich nicht mit eingerechnet. Da gucken wir nochmal ganz kurz nach. Da Frankie Boy. Mr. Frank Lampert. Schau mal, was der Süße kostet. Weil du findest irgendwie zum Beispiel Torres, findest du auch nicht direkt aus dem Dream Squad raus. Warum auch immer. Da verbirgt sich dann wahrscheinlich schon wieder der nächste Glitch. So, Frankie Boy, was kostest du? Ja, okay, so 250. Okay, dann brauchen wir halt noch so 250 mehr. Jetzt sagen wir mal, unser IBI geht für die 675 weg. Minus EA-Gebühr sind wir bei 650 rum. Dann hätten wir 1, ja, an die 1,6 Millionen circa. Und dann bräuchten wir halt nochmal circa 300k mehr. Ja, gut. Wie gesagt, wir wollen eh noch was verkaufen, deswegen geht das definitiv klar. Ich hoffe mal, die Preise steigen nicht irgendwie krass bis nachher. Das wäre eklig. So, dann lass mal gucken. Aber man hat es gesehen. Ich sage jetzt mal als Beispiel: Wir haben letzte Woche, am zweiten Tag, oder vorletzte Woche, am zweiten Tag KK gekauft. Für 435.000. Und der ist dann sogar nochmal hochgegangen. Aber dann, mittlerweile kostet KK 200k. Ich glaube sogar unter 200k. Und das wird natürlich mit den europäischen Heroes auch passieren. Ich hoffe, wir können heute europäische Heroes relativ günstig einkaufen. Heute Abend dann vielleicht mit einem kleinen Gewinn wieder verkaufen. Und dann können wir sie später am Ende der Woche nochmal richtig holen zum richtig testen. Aber jetzt geht es erstmal darum, ein paar kleine Tests zu absolvieren. So, also meine Barca-Jungs will ich eigentlich schon behalten. Rüffel brauche ich ehrlich gesagt aktuell nicht, aber der bringt halt auch eigentlich nichts. Deswegen kann ich erst nochmal behalten. David Lewis brauche ich eigentlich aktuell auch nicht unbedingt. Ich glaube, den werde ich erstmal verticken. Ich glaube, David werden wir erstmal verticken hier. So, 136, 130, 124 steht aktuell auf der Uhr. Wie viele sind noch drauf? Sind noch ein paar? 120. Was war da? 115? 115. Alter, der ist auch nochmal gut runtergegangen. 115. Machen wir mal 109, ne? Ja, für 100, 109 müsste er eigentlich irgendwann dann weggehen. Den braucht man, wie gesagt, gerade eh nicht. Warte mal, was hat er für einen Max-Range? Ja, okay, nee. Weil ich habe noch woanders 250.000 oder so rumliegen. Die will ich dann auch nochmal später verschieben. Und deswegen. Ah, den machen wir jetzt erst nochmal so drauf. Vielleicht haben wir noch einen anderen Spieler mit einer einigermaßen soliden Range. Dö. Aber die Preise sind halt aktuell relativ eklig. So 109 und 100 Start. Weg damit jetzt hier. Boah, ist so eine Frage. Ich meine, Boah ist der geilste Innenverteidiger im Game. Ist einfach so. Aber prinzipiell ist der wahrscheinlich sogar schlechter. Der ist wahrscheinlich schlechter als seine Goldkarte. 45 aktuell. So richtig brauchen tue ich ihn aktuell nicht. Ich meine einfach mal für 5,20 drauf. Und ich meine erstmal gar nicht drauf. Ich behalte ihn erstmal. Weil wir brauchen die Coins aktuell nicht, deswegen ist eigentlich egal. Layoun, der war jetzt neulich, ja, das war so klar. Der war jetzt neulich so gut wie null verfügbar, als der Chemie-Klitsch so ein bisschen öffentlicher wurde. Dann hat sich nämlich jeder Außenverteidiger geholt und hat ihn sich ins ZM gestellt. Weil ich meine, die Werte dafür hat er ja dicke. Allerdings, ja, ist die Blase geplatzt und der ist jetzt einfach mal gut und gerne fast 100k billiger. 120. 118. 118. Machen wir 110 drauf. Ja. Eiskalt 100.000 verloren. Innerhalb von ein paar Tagen. Ja, so ist das Leben. Aber ich habe auch gestern einfach 100k, aka Cole International Man of the Match, abgestoßen. Also. Ich muss mich ja jetzt nicht beschweren. So, Maxing kostet leider auch nichts, ne?
bin schon fast zu. Aber Maxwell brauchen wir einfach aktuell überhaupt nicht. Und bevor er noch weiter sinkt, stellen einfach drauf zum Bieten. Gut ist die Sache. Mir ist gerade zu voll, den Preis nachzugucken. Da Ötzi können wir auch gerade drauf machen. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Wir werden jetzt natürlich nicht nur noch solche Teams machen. Das sollte klar sein. Wir machen nicht nur noch solche seltsamen Teams komplett ohne Chemie. Aber ich sag mal so, solange dieser Glitch drinne ist im Game, wieso sollen wir ihn nicht nutzen? Das ist einfach perfekt. Weil du musst dir keine Chemiehuren einbauen. Du kannst ein komplettes Team einfach so testen. Leider sind bei den Hero-Karten keine Innenverteidiger dabei. Das wäre relativ nice gewesen, sind aber nicht dabei. Und deswegen müssen wir das ohne Innenverteidiger machen. Oh, warte mal, der hat neu. Scheiße, jetzt habe ich nicht auf die Rangers geguckt. Da war vielleicht ein Spieler dabei, den ich hätte nehmen können. Was hat denn der Rüffel hier? Der Rüffel Team of the Season. Was hat denn der für eine Range? So, gleich nochmal reingucken. Ich bin jetzt hier halt gerade ein bisschen zu faul, die Preise rauszusuchen. Vielleicht gehen die auch zu billig weg, aber ist egal. 95, Alter, what the fuck? Aber egal, ich hole mir gleich nochmal Morata oder so. Der geht ganz gut. Hector brauchen wir eigentlich auch nicht. Hoffentlich spielst du heute Abend gut, Junge. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was heute so abgeht. Also, wir müssen das Spiel einfach gewinnen. Dann werden wir Weltmeister, ja. Wir werden Weltmeister. Nee, dann werden wir Europameister auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. Das muss halt erstmal passieren, ne? Der kostet auch nichts mehr. Den stelle ich einfach mal so drauf. Weil das ist ja auch noch der Schlechtere hier. Gut, die anderen scheißen wir erstmal drauf. Die bringen eh nichts. Ich bin gerade zu faul, die zu verkaufen. No. Was habe ich denn hier noch? Thiago Silva? Habe ich sogar gekauft. Okay, gut. Okay, alles klar. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Unser Ibi ist anscheinend weg. Ich wollte gerade sagen, unser Ibi ist noch nicht weg, aber der ist schon weg. Sehr schön. So, gefällt mir das. Ibi ist weg und David Luiz, die beiden PSG-Jungs. Und jetzt dürften wir schon... Nee, noch nicht ganz. Aber mit Layun. Und ich werde ja gleich nochmal... Was? Woanders herholen. Sollte auf jeden Fall das Team, was wir da aktuell haben, machbar sein. Also das hier. Und das sieht schon sick aus. Ich meine, so Dotti... Hier mit 89er Schuss, 91er Passwert, 93 Dribbling, leck mir die Eichel. 5 Sterne schwacher Fuß. Babotelli, Via da vorne, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht mache ich auch Torres vorne rein. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Babotelli finde ich halt ganz nice wegen 4 Sterne Skill Moves. Und deswegen habe ich halt an Babotelli gedacht. Gerard und Snyder und noch Lampard hier. Absolute Mittelfeldmaschinen. So einen richtigen ZTM haben wir jetzt eher nicht. Man könnte natürlich hier auch Xabi Alonso einsetzen. Für Lampard. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Passt natürlich eigentlich besser auf die Posi. Weil Lampard hatte nur 66 Defense, aber eigentlich müsste das mal klar gehen. Ist aber 1,84 groß. Mittel Workrates. Er sollte eigentlich klar gehen. Und ich denke mal, so wird unser Team zum Start vom Stream gleich aussehen. Ich habe echt schon Bock, weil vor allem, ich habe Balotelli, ich glaube FIFA 14, 14 war es, oder? 13? Ich weiß nicht mehr genau. Habe ich ihn geliebt einfach. Ihn zusammen, ich glaube das war FIFA 13, in der Doppelspitze zusammen mit Kun Agüero. Und ja, wäre geil, wenn er sich gut spielen lässt. Wäre richtig nice. Seine Karte sieht ja gut aus. Also, dick, solider Pace. Man muss halt immer sehen, der ist 1,90 groß. Dazu super Schuss, Physics, Dribbling, 4 Sterne Skills. Er hat halt gering Workrates. Wir werden sehen, wie sich das auswirken mag, aber er sieht schon ziemlich nice aus. Ich hoffe mal, bis nachher gehen die Preise vielleicht sogar noch einen Ticken runter. Wäre nice. Aber Via sieht halt so biestig aus. Via sieht so krank aus. Vor allem halt auch noch mit 4 Sternen Skills und dazu 5 Sternen schwacher Fuß. Er sieht so pornös aus. Das Problem, was ich habe, der normale Via, können wir mal ganz kurz gucken, der normale Via hat, also jetzt nicht Inform oder so, sondern die ganz normale Gold Edition, hat 72 Pace. Das heißt, er hat einfach mal 21 Punkte im Pace dazu bekommen. 21 Punkte. Und mir kommt das so vor, also ich habe ja schon öfter, es gab ja schon öfter mal so riesige Upgrades. Zum Beispiel der Record Breaker Klose. Der ist ja auch irgendwie von 79 oder 78 Pace auf über 90 Pace gegangen. Bei diesen Spielern fällt es mir meistens nicht auf, dass die diesen Pace haben. Jetzt mal auf den Pace bezogen.
Mit Schuss und so, das ist dann eh immer so eine Sache. Ich finde, das kann man schwer vergleichen. Aber mir fällt es gerade bei den Spielern auf, die einen riesigen Push bekommen haben, zum Beispiel im Pace, was bei mir hier der Fall ist, der hat, wie gesagt, plus 21 Punkte im Pace dazu bekommen, was schon krank ist. Das fällt mir meistens nicht so ganz auf. Ich könnte mal ganz kurz was gucken für euch. Solange ihr noch hier seid, gucke ich noch mal ganz kurz was nach für euch. Oh, ich muss das Video gleich beenden, sonst kann ich es euch nicht mehr hochladen. So, Mr. Bia. Ich guck mal ganz kurz wegen Ingame-Stats. Der hat einen Antritt von 96 und eine Sprintgeschwindigkeit, also Top-Speed, von 89. Also die Ingame-Werte sehen sick aus. Die Ingame-Werte sehen sick aus. Dazu hat er einen Finishing von 92, Longshots von 88, Schusskraft von 87, Positioning 88, Volleys 85, Elfmeter 99, okay, das ist nicht so interessant. 89er Dribbling, 91er Ballkontrolle, 89er Reaktion, 81er Balance, 82 Agilität, 83er Jumping. Ah, ein 88er Curve, das ist auch noch ganz interessant. 88er Curve, weil ich Finesse ja ganz gerne. Dazu hat er noch Finesse Shot. Er hat sogar als Trade hat er sogar Finesse Shot. Und Flair hat er auch. Das heißt, die Hackendinger gehen gut. Ich bin gespannt. Es sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Und ich habe Bock, diese neuen Jungs zu testen. Vielleicht mache ich, damit ich sie besser testen kann, dann tatsächlich hier eine normale Abwehr erstmal rein. Mach zum Beispiel hier, keine Ahnung, ganz normal die Außenverteidiger hin, müssen wir mal gucken, welche. Vielleicht auch hier Kuhn Trau hin. Weiß noch nicht genau. Was hat er hier so? Mittelhoch. Schauen wir mal. Wie groß ist er eigentlich? 1,83. Also er wäre auf jeden Fall in der IV auch besser aufgehoben, weil er ist einfach größer. Und dazu noch mittelhoch. Ja, vielleicht machen wir es so hier. Müssen wir mal schauen, ich weiß es noch nicht. Oder dann so hier. Ja, vielleicht so hier. Und ich habe richtig Bock, das Team zu testen. Richtig, richtig, richtig Bock. Und ich hoffe, ihr seid auch hot. Und wenn ja, kommt da um 14 Uhr im Stream vorbei. Wie gesagt, kleiner Pre-Deutschland-Spiel-Stream. Und ich werde euch versuchen zu unterhalten bis um 20 Uhr, 20:30 Uhr. Dann könnt ihr euch fertig machen, könnt ihr mal schön einen Spatz wichsen und danach geht ihr dann ein Deutschlandspiel schauen. Jungs, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da. Schreibt natürlich was in die Kommentare und kommt um 14 Uhr im Stream vorbei. Das Video sollte hier um 12 Uhr kommen, das heißt knapp 2 Stunden später. Jungs, macht es gut. Es war schön mit euch.